So schön der Wald auch sein kann, so bedrohlich wird er, wenn man weit weg von der Zivilisation ums Überleben kämpfen muss. Wenn man nicht weiß, was zu tun ist, um am Leben zu bleiben, können schon wenige Fehler zum Tod führen. Samuel Wüttrich weiß, wie man überlebt und bietet Survival-Kurse an. Wenn da irgendwas finden, was da denken, das könnte man brauchen, ob jetzt zum Feuermacher oder Unterkunftbauer oder zum Erster, dann sagen das einfach. Also im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, dass man die Grundlagen lernen vom Überleber. Also wie setze ich die richtigen Prioritäten, wie baue ich Unterkunft, wie finde ich Wasser, wie mache ich Wasser trinkbar. Nahrung wird da auch angeschnitten, Feuer machen. Wer am Leben bleiben will, der muss das essen, was ihm die Natur bietet. Und wenn es auch nur Brennnesseln sind. So, da hätten wir mal das Frühstück gefunden. Das wäre ein Samen von der Brennnessel. Viel Energie, wenig Arbeit zum Pflücken. Blätter kann man auch essen. Also wer will, kann gern probieren. Bei den Blättern gibt es einen Trick. Und zwar nehmen wir die Blätter von oben. Weil sie oben keine Stacheln haben, können sie direkt so abzupfen, zusammenrollen. Dann brechen die ganze Höhle mit den Hohlkammern und kannst so direkt essen. Die sind nur unter und das sind Hohlkammern, wie Spritzerkanüle. Bei allen Pflanzen gilt aber Vorsicht. Man muss sich hundertprozentig sicher sein, dass es die richtige Pflanze ist. Bei den Tieren kann man da schon etwas nachlässiger sein. Bei der Nahrung ist es auch so, dass sobald man was findet, einfach immer wieder essen. Im Survival, da geht man nicht einfach Frühstück, Mittagessen und Abendessen, sondern man ist immer dran. Regenwürmer ist nicht mein Lieblingsessen, ich gebe es zu. Die schmecken für mich wie Gummibärchen gefüllt mit Sand. Nicht ganz meins. Von der Konsistenz her leicht gummig, leicht erdig. Asseln, die mag ich wiederum relativ gern. Die schmecken leicht nach Marzipan. Die kann man auch einfach so essen, die muss man nicht unbedingt abkochen. Das ist die einzige Notnahrung, tierische Notnahrung, die keine Parasiten für Menschen haben kann. Neben der Nahrung ist eine gute Unterkunft überlebenswichtig. Also bei der Unterkunft ist mal ganz wichtig, so klein wie möglich, so groß wie nötig, dass man die eigene Körperwärme dadurch reflektiert und sich durch das wirklich warm halten kann, egal was für Außentemperatur man hat. Die Unterkunft soll Schutz vor Nässe und Wind bieten, warm sein und halbwegs schnell zu errichten sein. Wenn du allein nicht bist, bist du in so einer Unterkunft einfach mal 4 bis 6 Stunden allein nicht gut beschäftigt, vor allem wenn du im Gürtel bist. Also bei den Füßen wird es gerade geordnet, müssen wir halt echt relativ weit raus tun. Und da wäre gut, wenn man noch eine Kleine drüber, dass es über dem Kopf ist, dass ich da nicht frei liege. Bei der Unterkunft achtet Survivor Samuel auf die 5 Ws: Witwenmacher, Wald, Wetter, Wildtiere und Waagrecht. Was das Ganze ausmacht für mich. Es ist nämlich das Miteinander mit der Natur, verbunden sein, über die Natur besiegen, mit der Natur kämpfen und der Kampf mit sich selber, mit der eigenen mentalen Stärke, das macht das Ganze aus. Und dazu kommt noch einfach das Abschalten im Wald. In der Natur ist man anders. Auch Feuer machen in jeder Lage will gelernt sein. Egal ob mit Streichhölzer, einem Feuerstein oder traditionell mit Holzreiben. Beim Feuermachen ganz wichtig, das richtige Material in der richtigen Reihenfolge richtig aufgeschichtet. Oh ja. Das ist es eigentlich. Schau.
Ich habe jetzt da gleich was vorbereitet, und zwar der Bogen, eine Spindel, das Druckstück und das Bohrbrett. Ist vom Prinzip her ganz einfach, was man dafür braucht. Das Bohrbrett sollte weicher sein als die Spindel und die Spindel sollte weicher sein als das Druckstück. Du kannst natürlich auch alles aus Naturmaterial, aber bist einfach länger dran. Wichtig ist nah beim Feuerbohrer, dass der, wenn der aufhören, langsam aufhören, nicht abrupt, sonst verglast das ganze Holz und man muss wieder von vorne anfangen. Und wenn man aufhört, der Druck auf dem Druckstück, also auf der Spindel belassen, dass man es auch bedrucken, nicht auch gleich runtergehen, sondern nachher langsam rauslösen, langsam runtergehen. Sonst könnte das Glutnest rausfallen. Will man in der Natur überleben, muss man unbedingt sauberes Wasser finden. Der Mensch überlebt 3x länger ohne Essen, aber nur wenige Tage ohne Wasser. Wasser finden ist es bei uns nicht unbedingt schwer in unserer Breitengrade. Wir haben überall Berg, wo es abwärts geht, fließt es abwärts und da sammelt es sich. Also das Wasser finden ist nicht das Problem. Das Problem ist, welches Wasser können wir trinken? Wir sind in der glücklichen Lage, dass es bei uns keine gefährlichen Viren im Wasser geht für uns. Nur Bakterien. Und Bakterien könnte man auf verschiedene Arten aus dem Wasser bringen. Beim Wasser ist wichtig, dass man es auf jeden Fall aufbereitet, nicht einfach trinkt, weil die Gefahr vor der Verkeimung einfach da ist, dass man mit Durchfall oder Erbrechen nahe erkrankt und durch das dehydriert. Doch kann man nach wenigen Stunden in einem Survival-Camp wirklich Tage oder Wochen lang allein in der Natur überleben? Die Chancen stehen viel besser. Du kannst die Prioritäten richtig setzen. Du weißt, auf was musst du achten. Und du kommst schon viel weiter. Ob man wirklich überlebt, das hängt von der Gesamtsituation ab und vor allem von der mentalen Stärke. Das ist viel Kopfsache. Aber das hilft natürlich auch, wenn man einfach weiß, was man machen soll, was man ja, wie man was richtig angeht. Der moderne Vorarlberger wird vermutlich nie solche extremen Survival-Erfahrungen erleben. Kommt man aber doch in eine Notsituation, dann wird man hoffentlich an die hilfreichen Tipps denken, die letztlich über Leben und Tod entscheiden können. Das brennt.